Mensch-Maschine ist quasi eine musikalische Reminiszenz an Filme wie Citizen Kane, Der dritte Mann, M, eine Stadt sucht ihren Mörder, Der Elefantenmensch, Moderne Zeiten, Metropolis. Also quasi die Endphase der Industrialisierung oder des industriellen Zeitalters und schlägt gleichzeitig eine Brücke zur heutigen Zeit mit ihren schnellen Veränderungen im digitalen Zeitalter, das sicherlich, wenn nicht genauso viele, vielleicht sogar mehr Veränderungen und schnellere mit sich bringen wird als die damalige Zeit. Ich bin halb Mensch und halb Maschine. Mein Blut ist schwarz, mein Herz aus Stahl. Was mir am wichtigsten ist, ja, was uns als die Kreatur am wichtigsten ist, das erfahrt ihr in diesem Song. Ich denke, unsere Gesellschaft war noch nie so sehr geprägt von Verlockungen, Süchten, Verlangen. In diesem Song, ja, dreht sich's halt um diese Gefahren, die damit zusammenhängen, wie schnell man in den Strudel und Kreislauf von Süchten gelangen kann. Kalte Nadel berühr mich, zeig mir, dass ich noch lebe. Benutz mich, ein Lied über mentale und körperliche Ausbeutung. Also Vorsicht vor Energieräubern. Komm und benutz mich, egal was du fühlst, keine Rücksicht, und tu was du willst und benutz mich. Glück auf ist wahrscheinlich der ungewöhnlichste Song auf diesem Album, da es eigentlich ein Reggae-Song ist, allerdings in sehr düsterem Gewand. Aber ich schätze an dem Song sehr, dass er wirklich die Phase von einer schweren Depression hin zum Licht beschreibt. Und das war uns, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass wir bei aller Düsternis in dieser Welt, die sicherlich vorhanden ist, aber auch immer aufzeigen, dass es Licht gibt und Hoffnung und dass es einen Bergauf gibt. Auf meiner Reise führt mich das Schicksal. Gott verdammt, beschreibt die essentiellen Fragen der Menschheit seit Anbeginn der Zeit, denke ich. Woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich? Ich finde, das sind wichtige Fragen und jeder kann sie auch für sich unterschiedlich beantworten. Wir sind sozusagen zur freien Wahl verdammt. Das hat Vor- und Nachteile, wie wir alle sehen und wissen und spüren. Aber ich finde es eigentlich eine schöne Sache, dass wir da die Freiheit geschenkt bekommen haben. Du bist Gott! Du bist Gott! Verdammt! Verlassen und verloren! So, und zu guter Letzt haben wir noch drei Bonustracks für euch parat. Und zwar eine Coverversion vom Klassiker von Joachim Witt, einem guten Freund von uns. Goldener Reiter. Ja, wir haben diesen Song doch sehr modifiziert und umgestaltet und eher düster und nachdenklich gestaltet. Und wir haben erst Befürchtungen gehabt, dass Joachim den Song vielleicht nicht freigibt, aber nach einiger Bedenkzeit hat er dann doch gesagt, wow, das ist mal eine ganz andere Herangehensweise und wir sind sehr froh und stolz und danken Joachim auch nochmal für die Freigabe. Dann sind wir sehr, sehr glücklich und froh, zwei weitere Künstler ins Boot geholt zu haben oder bekommen zu haben für zwei Remixe, und zwar von Faderhead und Solar Fake, die sich den beiden Songs Die Kreatur und Kälter als der Tod angenommen haben und wirklich zwei ganz wundervolle, eigenständige und abwechslungsreiche, also untereinander abwechslungsreiche Tanzflächenkracher gezaubert haben für uns. Vielen Dank dafür nochmal an Faderhead und Solar Fake. So, ich hoffe natürlich für meinen Teil und wir als Kreatur hoffen, dass ihr Gefallen findet am Panoptikum, an dieser Zeitreise
in eine Freakshow, in den Wahnsinn der industriellen Zeitalter, seien sie nun maschinell oder halt auch digital interpretiert. Der Mensch ist böse von Natur, der Mensch, er braucht die Kreatur, er gab dem Tier den Namen Schwein. Und zu guter Letzt präsentiere ich euch noch eine ganz hinreißende Kreatur, und zwar den Buddy, der euch jetzt schon mal, genauso wie ich und auch Chris, herzlichen Dank aussprechen möchte dafür, dass ihr Panoptikum gekauft habt und hoffentlich genauso mögen werdet wie ich diese Kreatur mag, den Buddy. Kind will Beute fliehen, sie ist bekannt in allen Gassen, sie wird für